Heute zeige ich euch, wie ihr so ein Brot ohne Mehl und ohne Hefe ganz einfach backen könnt. Wir brauchen dafür nicht viele Zutaten und wir fangen auch direkt an. Der allererste Schritt ist, wir setzen unser Flohsamenschalengel auf. Dafür nehmen wir hier 20 Gramm Flohsamenschalen, das sind ungefähr 4 Esslöffel. Die kippe ich hier in unser Schälchen und darauf kippe ich 460 Milliliter Wasser. Und hier habe ich einen Esslöffel Apfelessig, der kommt auch direkt mit da rein. Und das Ganze verrühren wir sofort. Misch das jetzt durch und stell das zur Seite für ungefähr 20-30 Minuten, damit sich das verdicken kann. Je nachdem, welche Flohsamenschalen ihr kauft, kann das unter Umständen sogar ganz schnell gehen. So, das ist unser erster Schritt. Das stelle ich jetzt auf Seite und das kann jetzt quellen und in der Zeit mischen wir die anderen Sachen zusammen. Und dafür haben wir hier einmal 100 Gramm Buchweizenvollkornmehl, 100 Gramm Vollkornreismehl, ihr könnt auch die helle Variante nehmen, und 100 Gramm Leinmehl. Darauf gebe ich einen Teelöffel Backpulver, das ist ein leicht gehäufter Teelöffel. Ihr könntet auch alternativ einen Teelöffel Natron nehmen. Einen Teelöffel Salz und optional einen Teelöffel Brotgewürz. Das verrühre ich jetzt ordentlich. Das ist jetzt verrührt und das stelle ich jetzt kurz auf Seite. So, das ist jetzt unser Flohsamenschalengel. So sieht das aus. Das rühre ich jetzt nochmal durch. Alles, was wir jetzt nur noch machen brauchen, ist hier unser Mehlmix und die Flohsamenschalen miteinander zu vermischen. Ich vermische das jetzt erstmal grob von Hand. Wenn ihr beim Knet merkt, dass das zu trocken ist, dann könnt ihr da ruhig nochmal 20-30 Milliliter Wasser drauf geben. So, mein Teig ist jetzt soweit durchgeknetet, aber das verrühre ich jetzt noch einmal richtig kräftig mit der Küchenmaschine. Ihr könnt dafür den Handmixer nehmen oder ihr knetet das nochmal richtig ordentlich von Hand durch. Während ich den Teig jetzt forme, heize ich den Ofen schon mal vor auf 190 Grad Ober-Unterhitze. So, ich streue mir hier so ein bisschen Buchweizenmehl hin. So, ich drücke den Teig jetzt hier schon mal ein bisschen fest, weil ihr seht, das ist jetzt nicht wirklich eine einheitliche Masse, aber genau so ist es richtig. Jetzt wälze ich den Teig einmal hier so in Mehl und drück das fest. Einfach jetzt zu einer festen Kugel formen. Ne, ihr seht, das ist keine wirklich einheitliche Masse. Ja, das sieht sogar so ein bisschen aus wie ein Gehirn. Aber genau so muss es aussehen. Ich nehme die Stelle mal nach oben. Das gebe ich jetzt hier auf mein Backblech. Ich streue da jetzt noch mal ein bisschen Buchweizenmehl drauf und das ein bisschen anklopfen, sonst fällt das ab. Meinen Ofen habe ich in der Zwischenzeit ja vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und mein Brot, das backe ich jetzt für 70 Minuten. Ich schiebe das aufs untere Gitterrost, aber nicht nach ganz unten, sondern zwischen Mitte und unten. So, mein Brot ist fertig gebacken. Boah, das sieht mega aus. Sieht man das, wie toll das aufgegangen ist? Das ist richtig, richtig hochgekommen. Mega sieht das aus, wirklich ganz toll. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos gezeigt, wie ihr sicher sein könnt, dass euer Brot durch ist. Und zwar, indem ihr die Temperatur mit so einem Thermometer misst. Das dürft ihr bei dem Brot auf gar keinen Fall machen. Wenn ihr da jetzt reinstechen würdet, würde die ganze Luft entweichen und das Brot würde einfallen. So, das ist jetzt das fertige Brot, das ist durchgebacken, das ist ausgekühlt und das schneiden wir jetzt mal gemeinsam an.
Es sieht auf jeden Fall von außen schon phänomenal aus und ich zeige euch das jetzt mal von innen. Ja, mega. Mega, das Brot. Oh, ich liebe dieses Brot. Schaut euch das doch mal an. Wie weich, wie zart. Das Brot ist einfach gigantisch. Und denkt dran, das ist komplett ohne Mehl, ohne Hefe. Es ist glutenfrei, es ist vegan. Habt ihr so ein Brot schon mal gesehen, ohne Mehl? Es ist wirklich phänomenal. Ich hoffe, das Brot gefällt euch genauso gut wie mir. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass euch das Brot genauso gut schmeckt wie uns. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video liked. Aber selbst wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!